Genau, genau. Und da muss auch noch was bekommen. Ja, ich auch gut. Ja. In die, genau, in die 12 oder war das noch was? Die haben wir die sind so da. Das war die, wo die wenigsten waren. Ohne den Felder? Der Weihnachtsmarkt in Loschwitz, ich denke, einer der schönsten in Dresden, in der Weihnachtsstadt Dresden, wie sie immer genannt wird, der kleinste, der liebevollste und vor allen Dingen der, der am meisten erinnert, wie es früher mal war auf den Weihnachtsmärkten, ist meine Meinung. Die Händler hier, die hier sich aufgestellt haben, erwarten Sie in wenigen Minuten. Wir haben Gäste heute zur Eröffnung. Wir haben den Posaunenchor Loschwitz, der sie jetzt gerade schon beglückt hat und musiziert hat. Liebe Besucherinnen und Besucher des Loschwitzer Weihnachtsmarktes, die Händler haben in den letzten Jahren, in dem letzten Jahr gebastelt, gehäkelt, getöpfert, gekocht, gefaltet, geschnitzt, geschmiedet, gekeltert, um ihre Ware heute und in den nächsten 14 Tagen hier zu verkaufen. Ähnlich wie die Stritzelkinder das früher gemacht haben. Die Händler sehen auch ähnlich aus. Sie sind auch ähnlich bedarf. Die Händler wollen sich dann mit dem Erlös aus den 14 Tagen sich selber was kaufen. Für Weihnachten. So funktioniert ein Weihnachtsmarkt. Damit Sie aber als Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes auch Spaß daran haben, wird es noch Musik geben in den nächsten Tagen, auch heute. Sie sollten also dann hier lange verweilen, damit den Händlern gut geht zu Weihnachten. Kaufen Sie ein bei den Händlern. Hallo. Ja, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Alle Jahre wieder. Ein herzlichen Gruß von der Bäckerfamilie, von der ganzen Mannschaft. Und dem Bäckermeister geht wirklich das Herz auf, wenn er vor so einer Schar hungriger Mäuler steht. Und deswegen gar keine lange Vorrede. Wir wollen wie alle Jahre zur Tat schreiten. Ich möchte aber die Gelegenheit nutzen, mich nicht nur bei Ihnen für Ihren treuen Einkauf bedanken, sondern wir sind hier vorstellen, seit 1975 hat der Dresdner Stollen ein Gesicht durch das Stollenmädchen. In diesem Jahr ist es ein Originalgewächs vom Hang. Die sind ja Protzek, die sind ja lernt bei uns Verkäuferin, ist im dritten Lehrjahr und ist im Jahr 2012, 2013 die Protagonistin für den Dresdner Stollen. Und sie wird heute auch die große ehrenvolle Aufgabe haben, den Riesenstollen für den Loschwitzer Weihnachtsmarkt anzuschneiden.
Wir haben bei uns im Elbhangfestverein die Wolte Niederpeuritz, die Hella Ulrich. Manche kennen sie, die Hella Ulrich hat viele Hits zum Elbhangfest. In diesem Jahr auf drei. Und das, die hat sich so oft bei mir entschuldigt dafür. Und dann hat sie gesagt, ich kann aber gar nicht backen, das geht auch nicht. Und die Hella Ulrich hat dann gesagt, gut, dann mache ich eine Weihnachtsausstellung. So hat Hella zusammen mit der Frau Dr. Wotzel, die jetzt gleich noch ein paar Worte dazu sagen wird, im Ortsamt Loschwitz eine Weihnachtsausstellung aufgebaut, in Mühearbeit zusammengelegt, Leute gewonnen, Figuren gewonnen. Ich habe sie mir gestern schon angeguckt. Eine Weihnachtsstellung, eine Weihnachtsausstellung. Herr Heller, ich bedanke mich jetzt hier schon mal an der Stelle bei der Wiese. Gebe ich das Wort. Ich selber bedanke mich auch noch und freue mich, Sie hier hoffentlich heute den ganzen Tag noch zu sehen. Morgen auch und die nächsten 14 Tage. Es gibt Hotels und Betten hier ganz im Ort. Sie können also auch nur schlafen. Michael, ich übergebe dir das Wort. Ja, danke, Volker. Es gibt nicht bloß Betten hier am Ort, es gibt auch Bäcker, nur da kann man frühstücken. Aber ich würde sagen, die Cynthia ist ein so liebenswertes Stollen-Tier-Betten. Ja, Cynthia, ich hatte schon öfter bundesweit bis im Adlon in Berlin. Nun schaffen wir das, dich hier in deiner Heimat ein bisschen sprachlos zu machen. Und ich würde dir, wie sich das von Lehrmeister gehört, natürlich auch in der Situation beiseite stehen. Ne? Und wenn du jetzt ganz einfach die tolle Aufgabe übernimmst, den Stollen anzuschneiden, traditionell im goldenen Schnitt, also der Stollen wird ja in der Mitte angeschnitten, mit Drittel, so ungefähr nach 3/5, dass man gleich mit der ersten, ja, es ist genug geredet, Zeit schreiben. Ja, genau. Ich muss mal zu dir runter, bitte. Normal, können wir sehen. Ja, das ist schön. Nein, das ist so, wir arbeiten, du machst die Seite. Okay. Jetzt lass dich mal hier. Das ist